In diesem Video stelle ich dir die Schecker Biotan Schleppleine vor. Damit du eine wunderbare Leinenführung mit deinem Hund erreichst, benötigst du nicht einfach irgendeine Leine, Halsband oder Brustgeschirr. Hier beginnt bereits schon die richtige Wahl, welches für den Hund, aber auch für dich zum einen so bequem als möglich sein soll und zum anderen in der Handhabung gewissen notwendigen Spielraum benötigt. In diesem Video stelle ich dir die Schecker Biotan Schleppleine vor, die ich dir wärmstens für das an die Leine gewöhnen und die bevorstehenden Übungen empfehle. Später, wenn dein Hund wunderbar an der Leine läuft, kannst du auch mal nach einer anderen Leine greifen. Bei mir ist es allerdings so, dass ich nicht mehr mit einer anderen Leine laufen gehen möchte, sondern ich arbeite nur noch mit der Schleppleine. Ich gebe dir recht, es ist zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig, da du den Umgang damit auch erstmal üben musst. Aber später willst du nicht mehr wechseln. Es gibt viele Arten von Schleppleinen auf dem Markt. Die, welche ich dir empfehle, ist die Biotan Schleppleine von Schecker. Es ist eine Lederimitation, pflegeleicht und abwaschbar. Sie ist sehr leicht, langlebig, wasserabweisend und bleibt weniger an Ästen hängen, gerade wenn du viel im Wald spazieren gehst. Sie verknotet sich auch nicht so schnell, ist griffig und liegt sehr gut in der Hand. Und es gibt keine Verletzungen, wenn die Leine zwischen deinen Händen durchläuft. Diese Biotan-Schleppleine erhältst du in unterschiedlichen Farben, Längen und es gibt mit Handschlaufe oder auch ohne. Ich empfehle dir, nimm eine Schleppleine ohne Handschlaufe. Dann kann sie nicht an Ästen oder Wurzelstöcken hängen bleiben. Es reicht schon eine Schleppleine mit 3 bis 5 Meter Länge. Für gewisse Übungen ist auch eine 10 Meter Leine sehr von Vorteil. Es gibt die Leinen auch noch in unterschiedlicher Breite. Für kleine Hunde reicht 10 bis 15 mm und bei größeren, kräftigen Hunden darf es auch mal 13 bis 16 mm breit sein. Für das Leinenlaufentraining verwende ich persönlich ein Brustgeschirr mit einem Ring am Rücken beim Hund. Lauft der Hund mal in vollem Tempo in das Ende der Leine, so vermeidest du einen ruckartigen Würgeeffekt, welcher beim Halsband hervorgerufen wird. Hast du einen sehr kräftigen Hund, dann wird oftmals auch empfohlen, kein Brustgeschirr zu verwenden, da in diesem der Hund noch mehr Kräfte in das Ziehen legen kann, als beim Halsband. Dann ist ein Halsband zu empfehlen, welches möglichst breit und zum Beispiel mit Vlies gepolstert ist. Bezugsquelle für diese Schleppleine ist schecker.de.